Meine Damen, ein paar hat's heute hier an dem Abend, sehr schön, und meine Herren. Ich freue mich, Sie hier am 22. September in diesem Jahr zu unserer jetzt mittlerweile vierten Veranstaltung von Focus on Future in Baden begrüßen zu dürfen. Wir haben uns ein interessantes Thema ausgesucht. Ich gehe davon aus, dass Sie alle irgendetwas mit Software zu tun haben. Warum Kunden Ihre Software nicht kaufen? Wir haben zu diesem Zweck eine Umfrage durchgeführt im Laufe dieses Jahres. Zusammen mit der Topsoft haben wir während ein paar Monaten bei Softwareanwendern und bei Softwareanbietern haben wir eine Umfrage durchgeführt und die nach ihren kaufentscheidenden Kriterien befragt. Wir werden Ihnen heute an diesem Abend diese Ergebnisse aus dieser Befragung vorstellen. Das werden ich und der Marcel Siegenthaler tun, kommen dann dazu. Und der größte Teil des Abends ist dann reserviert für eine Podiumsdiskussion zwischen drei Vertretern von Softwareanwendern und zwei Vertretern von Softwareanbietern über diese Thesen, die sich aus dieser Befragung heraus ergeben haben. Jetzt weiß ich eigentlich nicht, warum ich auf Hochdeutsch spreche. Darum weiß ich jetzt ganz einfach auf Schweizerdeutsch. Keine Ahnung, irgendwie ist das so. Ich habe die Woche mal einen Vortrag gehabt, wahrscheinlich ist das deswegen. Okay, zum heutigen Abend. Also zuerst stellen der Marcel Siegenthaler und ich ein paar Ergebnisse aus dieser Befragung vor. Also wir gehen nicht durch die ganze Befragung, sonst wären wir da 3 Stunden. Das macht keinen Sinn. Was Sie aber werden bekommen, ist im Anschluss an die Veranstaltung im Laufe dieser Woche, ist ein PDF-Dokument, wo alle Ergebnisse drin sind. Und Sie werden auch ein PDF bekommen von dieser Präsentation, wo auch ein paar Ergebnisse drin sind. Sie müssen das nicht aufschreiben oder irgendetwas, Sie können das alles ausfragen liefern. Und eben nachher die Podiumsdiskussion und circa ab der 7. dann in der Villa Boveri, wo Sie jetzt gerade vorher sind, startet dann. Zuerst ein paar Worte zu dieser Befragung. Um was ist es in dieser Befragung gegangen? Es war keine Zufriedenheitsbefragung gewesen. Es werden immer Zufriedenheitsbefragungen gemacht, von morgen früh bis zum Abend spät, und das haben wir nicht machen wollen. Sondern wir wollten wissen, was sind die Gründe, was sind eben die sogenannten strategisch, nennt man die kaufentscheidenden Kriterien, die jetzt zur Wahl oder eben Nichtwahl von einer Software oder von einem Softwarepartner führen. Und dem sind wir auf der Spur gewesen. Zufriedenheit ist häufig so retrospektiv. Ich meine, wenn ein Kunde einmal ihre Lösung hat und mit dem schafft, ob er dann zufrieden ist oder nicht, spielt selbstverständlich eine Rolle. Aber für die, sage ich einmal, die auf der Suche sind nach einer Software draussen, ist das nicht ein wirklich absolut entscheidendes Kriterium. Das dringt häufig gar nicht bis zu denen vernünftig vor. Wir haben vor allem ein bisschen mal herausfinden, wie ticken denn so Anwender bei der Softwarewahl. Und wir haben vor allem auch wissen, was glauben Anbieter, wie Anwender denn wirklich ticken. Und deswegen haben wir die Befragung nicht nur von Anwendern ausgeführt, sondern auch von Anbietern. Das habe ich gesagt. Und wir hoffen uns natürlich auch, dass ein gewisser Lerneffekt stattfindet. Dass Sie vielleicht irgendetwas mitnehmen können heute Abend, wo Sie sagen, das ist jetzt ein spannender Aspekt. Ein paar Eckdaten zu dieser Befragung. Die ist offen von Mai bis Mitte Juli von diesem Jahr. Es sind total 293 Fragebögen ausgefüllt gewesen, davon 164 vollständig, und die haben wir dann auch verwendet. Von Anwenderseite 81, von Anbieterseite 83 und die haben dann auf 81 gekürzt. Also zwei haben wir einfach rausgenommen. Ist das richtig? Die zwei letzten, genau. Gut. Die haben wir immer springen, so dass man genau gleich viele Anbieter und Anwender nehmen, dass man Grafiken dann schön fragen kann. Sie stellen uns, dass man etwas muss rechnen. Genau. Also eine Coolheit. Ja. Verwendet haben wir, wer das interessiert, die Plattform Soshi, oder? Social Survey, die ist eine Lösung aus Deutschland, die auf so wissenschaftliche Befragungen
spezialisiert ist. Vor allem man kann nicht rückverfolgen, wer was ausgeführt hat. Das ist unmöglich mit dem. Das sind Firmengrössen von den also sind es nur Anwender, Firmengrössen von den Anwendern, die sich jetzt hier beteiligt haben. Und wir sind der Meinung, das ist für den Schweizer Markt durchaus repräsentativ. Wir haben auch von Unternehmen 50 bis 250 Mitarbeiter haben wir 15 Interviews, ausgeführte Interviews gehabt. Das lässt uns dann eigentlich sagen, ja, das ist recht repräsentativ. Die Grösse von der Anbieterfirmen spielen keine Rolle, weil da geht es effektiv jetzt um die Anwenderbetrachtung. Wir haben uns dann auf solche Ergebnisse konzentriert. Also Ergebnisse, die beim Anbieter anders aussehen als beim Anwender. Anbieter sind die blauen Säulen und Anwender sind die orangen Säulen und nach rechts nimmt Zustimmung zu. Also wir haben uns auf die konzentriert. Es hat sehr viele Fragen gegeben, wo recht viel Deckung besteht. Das werden Sie dann sehen in dem Dokument, das wir Ihnen schicken. Wir haben uns aber hauptsächlich auf die hier konzentriert. Und dann noch kurz, wie war die Befragung strukturiert gewesen? Ich nehme an, einige von Ihnen haben die auch ausgeführt, aber ich möchte das gerne nochmal rekapitulieren. Es hat zuerst einen Frageblock gegeben, wo es darum gegangen ist, das anonyme Auswahlverfahren mal ein bisschen zu charakterisieren. Also quasi vom Gesamtmarkt zu diesen 10, 15, 5, was auch immer, brauchbaren Lösungen, wo ein Anwender sagt, das kommt für mich einigermaßen in Frage. Dann war der zweite Teil, was für Suchkriterien und was für Auswahlkriterien werden während der ganzen Evaluation angewendet. Und zwar während dem ganzen Prozess. Also von Anfang effektiv bis zum Schluss. Der dritte Block hat sich dann konzentriert auf den eigentlichen Auswahlprozess, also von diesen 10, 15, 5, aber auf sagen wir, die letzten 2, 3. Und last but not least, ganz am Schluss dann die Erkürung des Gewinners. Also so war die Befragung strukturiert gewesen, und genau so gehen wir jetzt auch durch. Dann übergebe ich dir das Gut, grüezi miteinander. Ich bin der Marcel Siegenthaler und wie angelaut werde ich die nächsten 3 Stunden 412 so derige Folien zeigen. Also bitte noch ein bisschen Geduld. Ich muss auch am Urs gerade widersprechen. Wir haben eigentlich gar keine Fragen gestellt, sondern wir haben Aussagen gemacht und zu diesen Aussagen hat man können zustimmen. Man hat können sagen, nein, ich stimme gar nicht zu oder ich stimme voll zu. Zum Beispiel bei dieser Aussage hier, die heisst, bei der Suche nach einer Business-Software gehen wir systematisch vor, zum Beispiel mit Pflichtenheft, Kriterienkatalog, Anbieter, Auswahl. Also jetzt sieht man natürlich viele Anwender, die Orangen hier, die sind sehr überzeugt und sagen, ja, ja, wir gehen extrem systematisch vor. Und die Anbieter sehen das aber ein bisschen anders. Also es ist eigentlich ja immer auf den Anwender bezogen, aber es sind zwei Sichten, oder? Die Anbieter finden jetzt, nein, die Anwender gehen nicht systematisch vor, aber die Anwender finden, jawohl, doch, doch, das haben wir im Griff. Ja, so geht jetzt das weiter. Noch 411 Folien, gut. Wir kennen unsere Anforderungen an eine Business-Software genau. Also da auch sind die Anwender natürlich wieder sehr viel zuversichtlicher und sagen, doch, wir kennen die Anforderungen genau. Ja, das ist nicht ganz einfach. Damit Sie jetzt nicht schon vorzeitig einschlafen, tue ich jetzt den Komplexitätsgrad von der Folie ein bisschen steigern und gehe auf dreidimensionale Grafiken. Und zwar habe ich jetzt geschaut, die jetzt haben gesagt, sie gehen systematisch vor, stelle ich denen gegenüber und schaue, also sagen die auch, wie kennen sie die Anforderungen, oder? Also gegen hinten besser. Und jetzt sieht man Folgendes. Es kumuliert sich jetzt nicht einfach im hintersten Ecken, sondern irgendwo ein bisschen vorne dran. Ich würde jetzt also daraus folgern, wenn ich da nicht nur einfach Zahlen zeige, sondern auch ein bisschen eine Ableitung mache. Ich muss gerade ein bisschen rumlaufen, damit alle ungleichmäßig schlecht die Grafiken sehen, oder? So. Ich würde sagen, die Selbstsicheren die verzichten gern mal auch auf ein systematisches Vorgehen. Und die, die ein bisschen selbstkritischer sind und sagen, ja, so ganz gut kenne ich es vielleicht nicht, die sind da eher dann bei denen, die systematisch vorgehen wollen. Aber vielleicht ziehen sie auch andere Schlüsse aus dem Datenhaufen. Was ist für die Zentanz? Das ist einfach die Anzahl. Ja,
Also gut, jetzt ist natürlich die Frage, was Z-Achse ist. Dort müsste man schon zuerst mal eine gleiche Meinung haben. Genau. Gut, also so über da ist systematisches Vorgehen. Also die sagen, wir gehen ganz systematisch vor. Und gegen Hindern da, ich würde sagen, ja, das ist vielleicht Y-Achse oder so, die sagen, sie kennen die Anforderungen genau. Die stimmen also zu. Das heisst, die da sagen, wir stimmen zu, wir kennen die Anforderung genau, wir gehen systematisch vor. Und das ist dann einfach, also in der Z-Achse ist die Anzahl. Also das sind irgendwie 16, die haben gesagt, wir kennen die Anforderungen recht gut, aber wir gehen voll systematisch vor. Irgendwie so. Hm. Ja, schwierig. Aber das sind die Anbieter oder die Anwender, ist das, das ist von der Anwendersicht? Das ist die Anwendersicht, genau, das ist jetzt nur noch eine Sicht da drin. Gehen wir wieder auf die weniger komplexen Sachen zurück, dann wird es einfacher. Und da hat die Aussage geheissen, bei der Auswahl einer neuen Business-Software machen wir uns ein vollständiges Bild aller möglichen Anbieter. Und die Anwender, die machen sich doch vor allen Anbietern ein Bild. Also in der heutigen Topsoft-Datenbank stand heute haben wir 614 Produktanbieterpaar und die Anwender machen sich von denen also ein Bild, ein vollständiges. Interessant ist jetzt aber auch, sie geben auch an, dass der Markt unübersichtlich ist und in diesem Aspekt stimmen es also auch den Anbieter mit den Anbietern überein. Also dort sagen beide, der Markt ist unübersichtlich, aber trotzdem hat es einen Haufen Anwender, die also doch finden, wir machen uns ein vollständiges Bild. Und vor dem Kontakt mit einem möglichen Anbieter von Business Software informieren wir uns ausführlich, zum Beispiel über die Homepage. Auch da gehen die Meinungen offenbar ein bisschen auseinander. Vielleicht sehen die Anbieter halt nicht, wie viel das die Anwender auf ihrer Homepage umeinander suchen, ich weiß es nicht. Ein weiterer Punkt geht jetzt noch nicht nur in die Information, sondern auch darum, ob man die verschiedenen ERP-Systeme gut beurteilen kann. Die Aussage hat geheißen, wir können die verschiedenen Softwarelösungen technisch und konzeptionell für unseren Zweck gut beurteilen. Und davon sind doch recht viele Anwender ziemlich überzeugt. Während es überhaupt keinen Anbieter hat, keinen einzigen, der da würde zustimmen. Also null. Immerhin hat es noch ein paar, die sagen, ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Schön ist übrigens da sämtliche Aussagen durch, es hat niemand, der eine Frage nicht beantwortet hätte. Es ist also immer alles beantwortet. Damit wären wir den ersten Block durch. Wolltest du den zweiten vorstellen? Nein. Nicht? Gut, du hast Plantl hat schon gesagt, dass sie diesen vier Blöcken daherkommt. Und der, der geil ist, kommt jetzt. Die Aussagen, die doch eine sehr grosse Übereinstimmung haben, zwischen Anbieter und Anwender, die beiden Sichten, die tue ich jetzt die Grafiken nicht zeigen, aber sie sehen es da, wo man etwa übereinstimmt. Zum Beispiel, dass doch eigentlich alle einen Schweizer Partner suchen, nicht unbedingt Swiss Made, das ist nicht so wichtig. Bis zu diesen fast unmöglichen Punkten hier unten. Ja. Die nächste Frage geht um Cloud-Software. Wir haben dort aber nicht wahnsinnig tief hineingraben. Interessant ist jetzt aber doch, was da gesagt worden ist. Also wir haben gesagt, wir suchen eine Business-Software, die als Cloud-Lösung betrieben werden kann. Und da sieht man jetzt auf den ersten Blick, das ist ein anderes Antwortspektrum. Es hat ein bisschen wie ein U gegeben bei den Anwendern. Das heisst eigentlich, die einen die sagen, jawohl, wir suchen Cloud-Software und die anderen, nein, auf gar keinen Fall, mit dem Zeug will ich nichts zu tun haben. Es ist ein bisschen gespalten, das deckt sich auch mit früheren Umfragen, die wir gemacht haben zu diesem Thema. Was man aber auch sieht, ist, die Anbieter sind mehr auf dieser Seite, die sagen, Cloud, oh nein, das will sowieso niemand. Das ist also noch interessant. Ja, nein, ich sage nichts mehr dazu. Gut. Weitere übereinstimmende Faktoren sind da noch auftaucht, jetzt in diesem Block.
Zum Letzten möchte ich jetzt aber doch noch Zahlen schnell zeigen. Gross, ungleich, beautiful. Je grösser der Anbieter, desto bessere Chancen hat er bei uns. Das finden doch eigentlich alle, dass das nicht so ist. Ja, schon auch Unterschied, aber im Wesentlichen. Sehen Sie es? Läuft doch ein bisschen. Gut. Beautiful muss aber der Anbieter trotzdem sein. Wir haben nämlich nach einem Renommee gefragt, aber ist das Renommee wichtig? Bekanntheit und Renommee unseres Anbieters sind für uns wichtig. Ja, viele Anbieter sehen das als wichtig. Und viele Anwender sind da eher so ein bisschen mehr links von der Mitte. Also auch da geht die Ansicht schon beträchtlich auseinander. Das gibt sicher auch noch Stoff für eine spätere Diskussion. Diskussionsleiter nickt, Gedanken schwer, gut. Wenn man jetzt in diesem Auswahltrichter weiter runtergeht, von sagen wir 10 Stück auf 2, gibt es natürlich noch mal ein paar Schritte, wo wir auch wieder Aussagen gemacht dazu. Und wo vielmal auch genau gleich gesehen wird von Anbietern und von Anwendern. Die zweite ist auch noch lustig. Also zu fest sollte man dann schon nicht an einen Prozess schrauben, aber ein bisschen. Das sind aber alle so gleicher Meinung. Und dass man soll kostenlos beraten bis hinten raus, das ist eigentlich auch die Idee. Ist jetzt das nur Käufer, die Aussagen sind die gemischt? Das sind jetzt, da stimmen die Aussagen sind von uns, oder? Also, zum Beispiel mit der kostenlosen Beratung bis Vertragsabschluss. Und sowohl die Käufer als auch die Verkäufer sagen, jawohl, das wird erwartet. Beide, die decken sich, oder? Käufer und Verkäufermeinung decken sich zu diesen Aussagen. Was ist der Einfluss von Referenzen? Anbieter mit namhaften und bekannten Referenzen bzw. Kunden haben bei uns bessere Chancen. Auch hier interessant, dass die Anbieter das eigentlich als wichtiger beurteilen wie die Anwender selber. Und letztlich ist jetzt natürlich auch noch die Frage, was ist jetzt die Rolle vom Verkäufer? Anbieter, die sich gut verkaufen, haben bei uns bessere Chancen. Die Anwender haben das Gefühl, nein, da sind wir völlig immun, wir beurteilen da wirklich die Essenz, und die Verkäufer haben das Gefühl, ja, also unser Stellenwert ist da doch noch ziemlich hoch. Geht also schon noch ein bisschen auseinander. Aber was ist schon der Verkäuferwert beim Verkauf? Am Schluss sieht man nämlich, dass der Projektleiter soll da anstehen und nicht der Verkäufer. Vor Vertragsabschluss werden wir lieber von einem projekterfahrenen Berater des Anbieters als von einem seiner Verkäufer beraten. Hoppala, Entschuldigung. So. Und das geht jetzt doch also recht schön da rechts rauf. Also alle, die da innen Verkäuferhut da haben, tut mir leid. Also da gehen die Ansichten jetzt recht auseinander. Die Reduktion von 10 auf 3 Anbieter oder so ist aus Anwendersicht lediglich beruhend auf vollständig sachlichen Faktoren, also sachliche Kriterien. Und das sehen natürlich die Anbieter schon ein bisschen anders. Ja, ich nehme an, sie sehen sich auch irgendwo da innen in diesen orange oder nein, in diesen blaue Bälkchen natürlich. Was nützen die Referenzbesuche? Werdet ihr so sehen? Wir machen auf jeden Fall Referenzbesuche bei vergleichbaren Unternehmen, bevor wir uns für einen Anbieter und seine Lösung entscheiden. Das meinen auf jeden Fall die Anwender, die Orangen.
Und der Anbieter findet, ja, die Anwender machen das eigentlich doch eher nicht. Also die Sichten decken sich nicht so sehr. Letztlich ist es so, der Winner takes it all, also einer zweite Pokal haben und alle anderen gehen leer aus. Ja, hört man, warum man leer ausgeht? Wer fliegt, hört Begründung dafür. Wir geben den Verlierern im Auswahlverfahren jederzeit Auskunft über die Gründe ihrer Nichtwahl. Klammern, wenn sie uns fragen. Klammern zu. Und da stimmen doch also die Anwender voll und ganz zu und sagen, jawohl, wir geben da Auskunft, wenn sie uns fragen. Klammern zu. Während dem der Anbieter findet, ups, keine Ahnung, hört man nichts. Interessant. Gehen wir zum vierten Block. So, der Gewinner. Hm? Die Schlussentscheidung für den Gewinner fällen wir alleine aufgrund sachlicher Kriterien. Ja, es wird geräuspert. Gut, ich nehme an, das sei nicht wegen der trockenen Luft, sondern wegen der Balken. Eine andere Aussage, wir entscheiden uns immer für die günstigste Lösung, Klammer, bester Nutzen zum tiefsten Preis. Das ist noch interessant, also die Anbieter sehen das sicher weniger so und die Anwender sagen, ja, der Preis ist schon, ja, ist noch wichtig. Hätte ich aus dem Buch heraus vielleicht fast ein bisschen umgekehrt erwartet, das Ergebnis. Weil der Preis ist ja seine, Sympathie ist natürlich auch noch ein Punkt. Im Zweifelsfall entscheidet die Chemie zum Anbieter. Gut. Möchtest du bitte weiter erzählen? Ich schätze das Menschen. Ja. Danke, zu dieser Weise nimmt es. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Das ist die wichtigste Frage, die ich gestellt habe. Okay. Gut, also das ist einfach mal so ein erster Eindruck von diesen Ergebnissen. Wie gesagt, Sie kommen die alle noch über und können die in aller Ruhe studieren.